Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Art zu kochen. Ja, wir kriegen hier das hier. Ja, wir werden nämlich jetzt angekettet oder wir ketten uns selber an. Da sind halt so geile Handschellen drunter, da müssen wir uns unsere Hände zusammenketten. Und dann müssen wir mit den Zutaten, die hier drunter sind, in der vorgegebenen Zeit, 30 Minuten, irgendwas kochen, was hoffentlich geil ist. Wir machen das jetzt richtig geil. Ah, Daddy. Okay. Wollen wir uns erst anketten und dann drunter gucken, weil dann zählt ja wahrscheinlich die Zeit, sobald wir... Wir sollten uns erst anketten. Dann haben wir auch nichts mehr zum Spiel. Warum gibt's die eigentlich? Warum haben wir noch kein Pete's Meat Bondage Set? Pete's Meat Bondage Set. Ja, aber, nee, aber nicht so ein billiges, weißt du, so einfach mal auch mal dran ziehen kann und dann bewegt. Dann weißt du, dann kriegen wir auseinandergerissen? Ja. Lass mal nicht versuchen. Nein, jetzt nicht für wieder, aber ich meine so, weißt du, für einen Shop. Wir arbeiten dran. Das ist gedanklich im Progress. Okay, machst du mir erst mir und ich dann dir? Ja, ich kann es dir machen. Okay, wir machen beide unsere rechte Hand. Das ist die Vorgabe und das ist ganz schön schuldig. Nein, ist nicht so. Okay. Mach enger. Nein, ist okay. So, jetzt ist deine linke Hand. Ach ja. Jetzt kurz was vergessen. Soll ich dein Loch nehmen oder ja, nächste? Bitte. Nimm einfach dein Loch. Das ist fein für mich. Ist egal, bevor du abends bekommst, Junge. Ja, ist halt wirklich so. Okay. Ist doch egal, welches Loch man nimmt. Jetzt sind wir halt zusammengekettet. Oh, mir hat das anstrengend. Ja. Nein, erst, lass erst öffnen und dann die Zeit. Müssen wir dich gleichzeitig drücken? Pass auf, folgendes. Geht ja gar folgender Tipp, ja. Du hebst mit der rechten Hand das Handtuch hoch. Ja, und ich drücke mit der rechten Hand auf den Knopf. Das geht nicht. Lass probieren. Okay. Nein, ich kann ja so machen. Ich kann auch einfach meine linke Hand benutzen. Oh. Ja, kann ich ja direkt finden. Ja. Okay, ready? Ja. 3, 2, 1, ballern. Okay, was haben wir da? Wir haben Wermut. Okay, der kann Zwiebeln. Sahne, Milch. Ach so, deswegen. Ja, das ist aber kein Problem. Butter. Brot? Normales Brot. Gar nicht eklig. Was machen wir? Frühstück? Okay, lass mal kurz überlegen. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Situation hier? Mit Gemüsefond, Wermut. Okay, pass auf. Also, das wird beides für zusammengehören. Mhm. Sind da jetzt die Frage: Sind da zwei Pfannen mit Sachen drin? Oder ist das quasi eins? Also, wirst du nicht die ganze Milch brauchen, du wirst eine Schlussmilch brauchen und die Schlagsahne. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wo das dann herkommt. Du hast einmal Gemüse und dann hast du hier Granatapfel und du hast einen Apfel. Was soll daraus werden? Was ist das für ein Crap hier schon wieder? Also ist das mit einem Sandwich. Ja, aber wie? Wie willst du das in einem Sandwich unterbringen? Ja, pass auf, du kochst die Erbsen in Schlagsahne und einem Schuss Milch. Ja. Und wir rösten die Zwiebeln in einem Schuss Gemüsefond und Wermut. Und machen daraus Röstzwiebeln. Aber da kannst du die ja nicht mit rösten, mit Gemüsefond und Wermut. Nee. Dann kochst du die quasi. Ja, dann machen wir Kochzwiebeln halt drauf. Kochzwiebeln machen wir dann halt drauf. Und dann machen wir noch ein bisschen Granatäpfelshit. Eigentlich können wir die Zwiebeln gut mit dem Apfel anbraten, hätte ich gedacht. Ja, schon mit dem Apfel noch und danach schneidest du das Brot auf, schmierst dann mit Butter ein, legst dann ein Stück Käse drauf, machst das ein paar Granaten. Wir könnten sogar rösten. Wir könnten das aufschneiden, Butter drauf in den Backofen und dann wird's noch geil. Ich bin gespannt, was das am Ende wirklich sein soll. Das ist nie, also wir können das Sandwich machen, aber das Original wird niemals ein Sandwich sein. Naja, aber das ist ja drauf geschissen. Was Besseres fällt mir auch nicht ein. Dann machen wir eine dickflüssige Erbsensoße. Also kochen wir eigentlich die Erbsen in Schlagsahne mit einem Schuss Milch, damit alles benutzt ist. Ich würde da tatsächlich auch den Gemüse vor und den Wermut. Okay. Und dann braten wir Zwiebeln mit Apfel? Dem Apfel. Mit die, Öl? Ja, genau. Okay, also mit die, Butter von mir aus. Ja, genau. Die kommen roh drauf. Der Käse, den können wir theoretisch mit überbacken oder auch roh drauf packen. Ich glaube, das war falsch. Aber ja, da, was willst du machen, ja, Alter? Aber so machen. Das ist mega der Crap hier schon wieder. Ja, da ist auch gar kein Fleisch dabei. Okay, pass auf. Ja, ist halt echt so. Wo sind Messer hier? Da sind ein Messer. Okay, so. Lass mal kurz Brotmesser. Brotmesser ist hier auch drin, hier. Was ist denn hier alles drin? Willst du den Backofen dafür benutzen? Ich will im Backofen will ich das Brot machen. Aber das ist schon fertig, oder? Nee, da will ich anrösten. Easy, wir machen das jetzt hier Schrittchen für Schrittchen. Wir haben keinen Stress, wir haben noch 24 Minuten, 18 Sekunden. Und die Sachen, nee, wir haben echt keinen Stress. Das Anrösten dauert 10 Minuten, die ganzen Sachen kurz in der Pfanne packen, kurz die Erbsen damit dazu. Das Schwierigste wird sein, die Granatapfel kurz ein bisschen auszuklopfen mit dem Löffel und die Zwiebel und den Apfel zu schneiden. Und herauszufinden, wie der Backofen funktioniert.
Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. Das ist meistens nämlich das Problem. Bei den 5 Minuten werden wir feststellen, der ist noch kalt. Okay. Wie kriegen wir das Brot aufgeschnitten? Ah, das ist das Brotmesser quasi. Ja, hier. Also, wir machen es so. Wir haben Spiel. Das stimmt. Wir machen 2 Sandwiches, okay? Ja. Das schmeißen wir mal weg. Mann, das ist aber gutes Brot. Das ist gutes Brot? Mann, ey. Nur die besten Zutaten, die wir hier wieder kriegen bei Pizza mit Koch. Ja, das muss alles. Lass mal kurz überlegen. Wenn wir das jetzt alles mit Butter einschmieren. Ja, das ist die. Kriegen wir Scheiße. Die ist fest. Kriegen wir das hin, dass man währenddessen noch was anderes macht? Wahrscheinlich nicht, wa? Ja, lass dich schnell mit Butter einschmieren. Wir sind nur 4 Scheiben. Ja. Happy, du musst ganz schnell weggehen. Ja, hier ordentliche Stückchen. Dann kann ich auch schon mal auspacken. Ja, wenn nee, das, kann ich nicht. Kannst du nicht? Sicher nicht? Kannst du deine rechte Hand, glaube ich, benutzen. So einige. Oh. Wir müssen uns einfach nur darauf einigen, nicht so schnelle Bewegungen zu machen. Ja, das ist eine gute Idee. Das funktioniert halt. Ach. Wir nutzen nicht wenig Butter auf jeden Fall. Ja. Einmal abbeißen. Ach, da ziehst du jetzt die Grenze, ja? Ja. Beim Bergkäse abbeißen, das gibt es nicht. Das ist eklig, sagt der Martin. So, guck mal, wie ich das hier schon schön drauf verteilt habe, ne? Ja, ist kein Problem, ich esse mir hier Brot in der Schule. Martin, einmal abbeißen von der Butter. Das ist auch eklig, ja? Du wird mit 2 in der Maske messen. Ja, ist auch wirklich so. Hätte nicht schämlich, ne? Ein Stück Butter gerollt in Zucker. Bitte was? Habe ich das gerade richtig? Ein Stück gerollte Butter? Ja, also Butter in Zucker rollen und dann snacken. Also. Wie rolle ich denn Butter in Zucker? So. Ich nehme Leibbutter und tunke in den Zucker. Und dann esse ich den Leibbutter in Zucker in so Scheiben oder was? Leibbutter? Nee, Leib. So, das so. Ding wälzt den Zucker und dann machst du so Scheiben aus und snackst die. Ja, wenn du in der Massephase bist. Wenn du in der Massephase bist. Was ist denn das ist die Herzinfarktphase. Okay, Bram, lass mal kurz zusammenarbeiten. Ja, das ist ja gar kein Problem. Nee, ich nehme auch eins. Der ist noch kalt. Nee, ja. Der wird wärmer, wa? Ja. Nee, ich bin mir unsicher. Wird der wärmer? Hier ist auch kein Licht. Okay, warte mal. Muss ich hier noch irgendwas auf? Okay. Oh, scheiße. Ja, das sag ich doch. Es fällt halt gleich auf, dass der. Ich finde auch gut, dass du jedes Mal die Brote aus der linken Hand in die rechte tust und dann dafür beide in den Backofen. Ja, ich muss die rechte Hand dafür benutzen. So, Brot fertig. Butter fertig, in Butter, der Theorie. Butter, zack. Wo haben wir einen Topf? Was haben wir da? Da sind Töpfe oder da. Also in der untersten. Okay, lass mal kurz gucken, wie Erbsen zubereitet werden. Im Kochtopf. Für eine vitaminschonende Zubereitung ganz einfach die Gartenerbsen unaufgetaut in 125 ml kochendes Wasser geben. Okay, machen wir kochendes Wasser, nehmen wir Gemüse vor und einen Schluss Wermut mit haltbarer Milch und Schlaggesahne. Ja, lass mal den Wermut weglassen, den benutzen wir gleich wirklich für Zwiebeln und Äpfel. Okay. So, ein bisschen Sahne, damit es auch schmeckt. Und dann müssen wir noch einen Schuss Milch nehmen, oder? Von Weinstefan, ganz wichtig. Das ist nämlich die, wo die Produzenten immer weinen, weil da so wenig Marge drauf ist und die Bauern einfach den Löffel abgeben. Aber Stefan verdient sehr viel Geld. Warum hat Weinstefan eigentlich keinen Wein? Das ist eine verdammt gute Frage. Weil der Wein heißt. Ja, du bist getrickst. Ich wusste nicht, dass du eine ernsthafte Antwort darauf haben wolltest. Ey, ich bin hier gerade echt entspannt. Ja, ich finde, du kannst auch mal was tun, ey. Ja, was soll ich denn machen? Was möchtest du als nächsten Schritt? Komm, ich tue die beiden Erbsen noch mit da rein. Also Äpfel und Zwiebel schneiden. Okay. Oh Gott. Kein Problem. Mach ich dir gerne. Ich verstehe den Backofen nicht, Dennis. Du musst L halten, also auf das Schloss halten. Und zwar so ungefähr 10 Sekunden. Also kein Scherz jetzt. Das ist so ein Gott! Das habe ich vorhin rausgefunden. In der alten Folge von Aus Pfui macht Pfui. Weißt du noch, wie das ging mit dem Granatapfel? Ja, mit dem Löffel draufhauen, nachdem man den geteilt hat. Mit dem Löffel, war das alles? Das war alles und dann fallen die da raus. Du machst dann gut. So ganz leicht so dok, 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 dok. Weil den Rest brauchen wir nicht an Zwiebeln, oder? Nee. Ja, Happy, die Zwiebel gehört dir. Hast du Sparschäler? Haben wir da einen Sparschäler rechts, damit wir den Apfel schälen können? Ja, stimmt, du schälst ja alles, ne? Ich schäle nicht alles. Aber ein Apfel, den wir benutzen, um den anzubraten, würde ich tatsächlich schälen. Wäre voll geil, wenn wir so ein Ding hätten. Kennst du das noch? Mhm. Boah, das waren noch Zeiten früher. Ja, diese geilen Teile von Tupperware.
wo du dann so den Apfel angesteckt hast und dann drehst du den so, dann kommt der da komplett fertig raus. Das war neue Technik wirklich damals. Weißt du, als die damals das erste Mal gab, da habe ich geguckt. Und dann habe ich mir angewöhnt, den Apfel mit Schale zu essen, weil selbst das so anstrengend war. Schält man den auch? Das schön, das ja, den schält man, weil das sieht dann schön aus. Ja, hier, Schale ist komplett für dich. Kannst du gerne haben. Oh, Schale ist auch mit das Geilste. Ach, Bram, ich weiß es doch auch nicht. Ey, mach einfach ein kleines Löchlein noch rein, dann ist das gut. Hier kannst du auch eine draus machen. Da hat jeder zwei Scheibchen gleich für sein Baguette. Baguette dans le cul. Was heißt das nochmal? Das heißt Baguette in deinen Arsch. Wirklich? Ja. Das hast du früher immer gesagt. Das haben wir alle gesagt. Nein, ich habe sowas nie gesagt. Das heißt Baguette dans le cul. Ja, das wurde dann irgendwann später mal gesagt. Und zwar von einer französischen Dame hat mir das erzählt. Mhm. Ja. Während ich mich mit der einfach nur unterhalten habe, wohlgemerkt. Natürlich. Nicht währenddessen, also während des Baguette-Essens. Wir waren in einem Café. Was brauchen wir noch? Ach, der scheiß Granatapfel und Käse. Ja, Käse, der Rest ist komplett durch, wa? Und jemand, der den Müll nachher wegräumt. Warte mal. So, hier, mach mal. Ja, gib mal her. Ja. Oh. So, meine Idee ist... Einfach Scheiben zu machen, die sich dann schön zu belegen, oder? Ja, quasi. Oder willst du ihn drauf raspeln? Könnten wir auch machen. Ja, erstmal müssen wir Probe essen. Ganz wichtig. Oh. Schmeckst du auch die Alpen? Ja. Haarige, muffige Alpen. Ja. Hier, pass auf. Mit einer Schüssel. Mit der geil abgerieben. Warte, mit links. Weißt du, wo du vorhin den Kochlevel härtest? Ja. Oh. Alter, ich glaube, wir machen voll das weirde, geile Sandwich. Das ist schon... Hey, wir machen Sachen parallel. Funktioniert. Auch wenn ich das nie so machen würde. Ich nehme schon mal den Granatapfel auf. So, wir gehen halt nochmal. So, und dann kauen. Oder quer oder links? Wie war das? Okay, ich glaube, in meinem Kopf war das so, dass ich jetzt so machen würde. Oh Gott, ich kann aber sein, dass das genau falsch ist. Ich weiß, dass du, wenn du den richtig aufschneidest, dann musst du nur mit dem Löffel drauf haben. Und dauert halt so ein bisschen, aber es ist eine relativ unkomplizierte Art und Weise, den gut leer zu kriegen. Okay. Ich riskiere einfach so, oder vielleicht ist das mir auch komplett egal. Ist das die richtige Seite? Also ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus, ja. Das ist so, wie es ist, aber es funktioniert auch nicht. Okay, das ist natürlich belastend. Vielleicht war ja doch falsch drauf. Okay, ich probiere jetzt hier mit aus dem Teil halt nochmal. Oh no. Mit der einen Hälfte nur. Wir brauchen ja nicht so viele. Oh no, 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 no. Ich kann mich daran erinnern, dass man das, wenn man eine Schüssel mit Wasser füllt, und dann packst du das da rein und fummelst da so ein bisschen so drum. Und geht auch? Dann lösen die sich auch gut. Das habe ich noch im Kopf. Dann lass das doch machen. Ja, lass das machen. Aber lass mich vorher einen Spritzer Wermut nehmen. Und hier ein bisschen ablöschen. Okay. Wir gehen kurz darüber, machen die Schale voll mit Wasser. Ja, okay, klingt gut. Mal richtig, mal gut voll. Da muss unter Wasser sein, damit sich das löst. Wir brauchen eine größere Schüssel. Okay, ja, kein Thema. Die Schüssel, das Wasser ist auch warm. Ah, mittlerweile kochen unsere Erbsen auch. Ja. Ulala, Erbsen. Na gut. So. Ich will den Granatapfel aus dem warmen Wasser tun, wenn es kalt. So. Okay. Ne, unter Wasser. Du musst ja die ganze Zeit unter Wasser halten. Die ganze Zeit unter Wasser und unter Wasser dann da draus fummeln. Und dann soll der weiße Zwischenscheiß soll direkt an die Wasseroberfläche steigen. Und der andere Scheiß nicht. So habe ich das im Kopf. Das heißt nicht, dass das so ist. Mein Kopf ist manchmal mysteriös und komplex. Ja, aber das macht ja nichts. Wir brauchen aber nicht die ganze Granate, wir brauchen nur die Hälfte, reicht ja. Ist das hier elektrisch? Noch 7 Minuten haben wir noch. Ne, das ist natürlich nicht elektrisch. Das ist belastend. Das heißt, ich kann versuchen, das so zu drehen. Da kommen wir raus. Nice. Okay, jetzt nicht mehr. Soll ich das kurz festhalten? Ich kann auch kurz drehen. Warte. Trifft das? Nein.
Du triffst, aber die Mengen sind, glaube ich, nicht okay, das, was dann du lass mich dann einmal kurz ja, machen. Mach das kurz. Sind, glaube ich, nicht das, was du möchtest. Pepper. Pepe Nero. Ja. So, was haben wir hier? Ah, warte, das ist ja perfekt. Die sind ja so riesig. Das ist ja optimal. Zack. Dadurch, dass der stinkendste Müll aber den gibt. Das ist nicht gut, woran das liegt. Aber ich, glaube, unterm Strich ist eigentlich Andi dafür verantwortlich. Ich glaube, ja auch. Ich glaube, wenn Andi nicht existieren würde, würde dieser Müll einmal nicht so stinken. Das ist jetzt die Frage nach dem Henne-Ei-Problem, weißt du? Ist Andi jetzt das Problem? Oder ist Andi die Henne? Oder ist Andi die Henne, genau, ja. Stimmt, nach der Argumentation würde der Mülleimer jetzt nicht so stinken, wenn wir Andi niemals eingestellt hätten. Ich hätte halt gerne, dass das hier so eine dickflüssige Soße wird. Ne? Aber ich glaube, glaub, das ja, ich habe zu viel Flüssigkeit dazu reingehauen. Ja, ne? Aber dann schütt doch einfach ein bisschen weg. Ja, das können wir probieren. Warte. Das wird jetzt aber knifflig. Weil du musst, glaube ich, dann auch was tun. Und zwar? Sorry, Andi, das Ding so davor halten, dass die Erbsen nicht rausfallen. Ja, das sieht gut aus. Ja, okay, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, aber nicht viel Schwund. Das war gut. So. Okay. Ja, das passt so ungefähr. So, jetzt können wir da welche rausholen, dann so darüber streuen, ohne dass wir jetzt irgendwie nur das Weiß dazwischen haben. Ja, okay. Willst du die vielleicht schon mal sammeln in auch so einer Schüssel? Ja, müssen wir dafür einmal die Hände waschen. Ach so, okay. Ja, ja, wir haben noch unendlich lange, Andi. Ich glaube, das wird gleich eher Erbsen. Wir könnten ja pürieren. In 3 Minuten. Und die Baguettes sind auch reinhalten. Die Baguettes sind noch nicht überbacken. Ja, das machen wir jetzt als nächstes. Wir könnten, müssen ja einfach nur den Pürier reinhalten. Dann hast du Erbsenpürier mit. Okay, wo ist denn der Pürier überhaupt? Das ist eher so die große Problematik. Als erstes machen wir sofort. Ja, können wir schon machen. Käse. So, sehr gut. Erbsenpüree, wo ist ein Pürierstab? Siehst du hier irgendwo eine Art Pürierstab oder sowas? Nee, ne? Bin mir nicht sicher, ob die einen haben, aber kann natürlich sein. Ich hab einen Pürierstab gefunden. Geil. Hast du auch, ja, auch da links ist eine Dings, Tickdose. Ja. Wieso geht das denn? Puffeltuch. 2 Minuten 10 noch. Wir können nach den 30 Minuten noch assemblen, oder? Das ist okay. Ja, okay. Das ist okay. Ja, da haben wir ja gar keinen Stress. Da musst du jetzt nur das machen. Aber da musst du jetzt nur das da machen. Das in 1,46. Ist das ein guter? Das ist Bergkäse. Als wenn du dir jetzt einfach eine Zwiebel snackst, Digga. Weil das ist falsch. Durch die Butter kurz zuckern. Hey, du hast das Spiel angefangen mit der Zwiebel. Du kannst nicht einfach ein Stück Zwiebel snacken. Bin ich da jetzt komisch? Nein, das ist komisch. Niemand legt sich hier auf darüber, dann macht sich einfach eine Zwiebel. Ey, ich hab hier Shit zu tun. Das war 43 Sekunden. 10. No. Alles gut, Peter. Ich neck dich nur. Du Necker. Ja, wir müssen ja nur noch assemblen. Das heißt, da passiert ja kaum noch. Wir müssen ja nicht nur noch assemblen. Wir müssen ja abschmecken. So, wie schmeckt wohl dieses Erbsenpüree? Was tippst du? Nach Erbsen. Meinst du? Ich glaube nicht, dass da viel Geschmack dran ist. Das ist auf jeden Fall heiß. Und schmeckt nach Erbsen. Gut predicted. 20 Sekunden noch. Das wird eine Geschmacksexplosion gleich, Bram. Das wird mega gut. Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, da hat Martin gerade eine fucking Zwiebel gesnackt. Aber nicht nur so ein Stück, sondern einfach so denkt sich so, guck mal, das ist wie so ein Apfel. Ja. Das finde ich voll krass. Okay, 2, 1, ready. Hast du aber Knoblauch auch schon gemacht? Da ist die Grenze. Wir brauchen einen Teller. Hast du einen Teller? Da nicht. Ich gucke jedes Mal nicht. So, wir haben 2 Teller. Guck mal, hätte ja schon mal irgendjemand den Müll hier wegräumen können. Okay, das sind über unsere geilen gebackenen Baguettes. Das ist ja schon mal fucking awesome. Ne? So, den machen wir so. So. Als nächstes machen wir den geilen Scheiß. Ja? So, machen wir hier unsere geile Zwiebel-Apfel-Mixtur drauf. Das ist schon was Feines hier. Das ist schon hier, was wir hier wieder gezaubert haben, Bram. Das.
Also gönnen wir noch schön hier Erbsenpüree-Mousse. Was ist denn hier nochmal? Granatäpfel-Dinger. Kerne. Noch ein bisschen mehr Käse. Ja, auf jeden Fall kann man mal ein bisschen so. Da hast du dann die Konsistenz von schon geschmolzenem und... Nicht geschmolzenem Käse. Ach, Käse geht eigentlich immer. Ja, ich will deine Interpretation miterleben. Ja, jetzt drücken wir da drauf, drehen das, bisschen festdrücken. Kurz warten, bis es abgekühlt ist, würde ich sagen. Ist fucking heiß. Ey, das könnte jetzt geil sein. Das könnte auch richtig scheiße sein. Ich glaube nicht, dass das richtig scheiße ist. Ich glaube höchstens, dass das so ein bisschen weird schmecken könnte. Aber ich glaube nicht, dass das so eklig ist. Okay. Ready? Hi. Ist okay. Kann man essen. Schmeckt gar nicht so schlecht. Schmeckt gut. Schmeckt echt nicht schlecht. Kann man machen. Gut. Ja. Ich kann eine ganze Baguette wegschnappen. Ein Kritikpunkt, wirklich nur ein. Ist heiß. Kalt kochen können wir nicht, hat meine Mutter mal gesagt. Mhm. Aber sonst ist das echt lecker. Aber ich kann es nicht lange in der Hand halten, weil es noch zu heiß ist. Hättest du nicht gedacht, Anni, ja? Was ist das Originalrezept? Also ich finde, ihr habt euch besser angestellt oder ihr habt was Besseres daraus gemacht als das Originalrezept. Ja, guck mal! Das Originalrezept wäre grüne Apfel-Erbsensuppe mit Bergkäse-Crostini. Okay, also die Bergkäse-Crostinis wären dann drüber? Genau. Also du machst quasi Brot mit Käse drüber. Mhm. Und dazu eine Suppe. Genau. Mhm. Schmutz! Das ist geiler. Geil! Meinst du halt echt so? Auf die Faust. Bam! Und damit haben wir unsere neue Koch-Challenge erfolgreich abgeschlossen. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Ja, wir snacken jetzt noch auf und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, hau rein.